sorry, normalerweise bin ich nicht so, es hat nichts mit euch zu tun. Hier war es echt cool. Meine Familie ist nur echt total drüber. Sorry, normalerweise bin ich nicht so. Ciao, schönen Tag. You should have heard this knockdown jailbird sing that rock. Leute, ist so cool. Ich arbeite hier in diesem coolen Diner und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, was hier so los ist. Let's go! So, und hier werden unsere Burger gemacht. So, so cool. Guck mal, Leute, das ist der Ray, der Burgermeister. Und jetzt gucken wir, was drüben abgeht. Let's go! Und hier ist unser Simon, aka Elvis. Woo! Hey Leute, es ist wirklich so, so cool hier. Es tut mir richtig gut nach gestern. Ihr habt ja gesehen, ich bin dann aus dem Escape Room rausgekommen und dann habe ich bei Valentin gepennt. Ja, mit Nele und meiner Mama habe ich nicht mehr geredet. Keine Ahnung. War ja eigentlich auch klar irgendwie, dass es schief gehen wird. Weil ich meine, meine Mom und Nele sind ein Herz und eine Seele und ich bin der Loser, der daneben steht und wahrscheinlich adoptiert ist oder so. Keine Ahnung. Ja? Was, da sind Leute, kannst du bitte bedienen? Ach so, ja, klar. Danke dir. Gut. Hi, willkommen im Diner. Ich bin eure Madeline. Was darf ich euch bringen? Oh Gottes Willen, was hast du wieder an? Was macht ihr hier? Was? Ich weiß nicht. Was ist denn los mit dir? Oh mein Gott, sorry. Meine Schwester und meine Mom sind da. Ja, ist so schön. Ist nichts los, setz zu denen dazu. Alles gut, ich kann dir gerne helfen. Nein, hey, komm, ich mach's allein, komm, nimm dir die Zeit. Alles gut, okay? Cool, ja, danke. Natürlich. Wollt ihr mein Outfit bemängeln oder wollt ihr was bestellen? Nein, alles gut. Ich entschuldige mich, ich hab's nicht so gemeint. Ja, wir wollten uns eigentlich nur entschuldigen wegen gestern. Cool, wollt ihr was bestellen? Ja. Chiara, ich muss auch was lernen. Ich brauche die Chance zum Lernen. Ja. Mama? Wollte ich nur dazwischen sagen. Ja. Bestell du was für mich. Zweimal. Ja. Dann Planted Pulled Barbecue. Mama? Ja, passt. Mhm. Planted Pulled Barbecue, bitte. Cool. Bring ich euch. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Hilfe. So, also einmal zwei Burger und hier zwei Pommes. Guten Appetit. Chiara, Chiara, weiter. Warte, warte, warte. Ich habe deinen was? Song gesehen. Komm, setz dich zu uns. Ich habe deinen Song gesehen. Cool. Und jetzt? Ja. Komm, setz dich zu uns. Richtig. Komm, setz dich richtig. Ja. 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 Und außerdem, wir wollten uns bei dir... Entschuldigen. Ja. Weil wir haben das gestern echt nicht gewollt, dass wir es so handhaben, dass wir wieder als Team dastehen für dich und dass du alleine bist. Ja. Und dass du das Gefühl hast, dass wir gegen dich sind beide. Nein, das stimmt nämlich. Und wenn das so ankommt, dann... Das war falsch von uns. Ja. Und übrigens, ich habe dein Musikvideo auch gesehen. Und ich meine, 600 Aufrufe, beim nächsten Mal kommst du es richtig, richtig gut hin. Macht ja nichts. Ich meine, 600 Aufrufe ist ja auch was, ne? Du kannst dich ja freuen dafür, ne? Natürlich, das kann ja eben nur noch besser werden. Eben. Wirklich. Und du singst wirklich gut. Der nächste Song wird's. Ich spüre das. Wirklich, ich spüre das. Ja. Ich spür's. Wollt ihr noch was trinken? Oh. Wollt ihr noch was trinken? Gerne. Ja? Zweimal, ja. Cool. Zweimal. Ich wollte mich ganz kurz mit euch quatschen und mich eigentlich vor allem bedanken bei euch, dass ihr mir immer sagt, was ihr wirklich denkt. Und ihr habt mir fleißig geschrieben, dass ich übertreibe mit meiner Schwester und meiner Mom. Und ich verstehe es auch, wirklich. Ich weiß auch, dass ich übertreibe, wirklich, und mich voll reinsteige. Aber ihr müsst verstehen, schaut mal, so... Wenn ich mit meiner Mama bin und mit meiner Schwester, ich habe immer das Gefühl, ich bin so der Loser. Und die beiden sind so Verbündete und ich kriege eh nichts hin. So. Und es fühlt sich einfach so scheiße an. Und egal, ich darf mich jetzt nicht mehr da. Danke euch. Ich werde mich jetzt einfach nicht mehr damit beschäftigen. Und das war jetzt gerade trotzdem scheiße, fand ich. Könnt mir gerne mal gleich schreiben, ob ich wieder übertreibe, dass Nele gesagt hat, mit dem Video, dass es nur 600 Aufrufe hat, aber ja, es ist halt so, es hat halt nur 600 Aufrufe, okay, dann, ich muss halt damit leben, so, keine Ahnung,
worauf kommt es überhaupt an bei Musikvideos? Ich weiß es halt auch einfach nicht. So. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mir irgendein Vorbild suchen, wo ich dann die Videos so ähnlich machen kann. Kennt ihr irgendwie? Wollt ihr mir irgendwie. Schreibt mir doch gerne mal, von wem ihr gerne Musikvideos anschaut und worauf es für euch bei Musikvideos ankommt, dann nehme ich mir das zu Herzen. Aber ich beruhige mich jetzt erstmal. Es ist ja alles gut, die haben sich auch entschuldigt und es passt jetzt. So, zweimal was sagt er. Ich glaube, Marilyn hat im Gegensatz zu dir damals nicht kellnern müssen. Das nur ganz nebenbei, war nur ein Joke. Aber ein guter. Ja, perfekt. Warte mal, Chiara, ich muss dir was sagen. Ja. Also, Gabi, meine Freundin, Münchner Freundin, die hat, also das ist wirklich toll, die hat für dich eine Ausbildungsstätte, also einen Ausbildungsplatz als Kosmetikerin, falls du dir das überlegen möchtest, falls. Ich sage nicht, dass du das tun musst, aber ich sage dir nur, meine Liebe, du kannst ja deine Karriere als Sängerin weiter fortführen, aber falls du wirklich auf was beginnen wollen würdest, könntest du da anfangen. Danke, Mama. Wirklich. Ja? Ich weiß zu schätzen. Das ist nett von dir, dass du mir die Möglichkeit ermöglichst. Gabi hat angerufen, hat mir eine Nachricht geschickt, die ist krank. Die hat einen Magen-Darm-Infekt und kann mir nicht heute eine Schlafplatte. Ja, leider kann ich da nicht schlafen heute. Wo gehst du denn sonst hin? So ein Hotel holen? Meinst du, könnte ich vielleicht mal bei Nele übernachten? Stimmt. Chiara, das geht doch easy, klar. Schläfst sowieso seit Tagen bei Valentin, also. Das wäre wirklich toll, weil ich möchte jetzt wirklich nicht unbedingt, also nach Regensburg fahre ich jetzt nicht. Für eine Nacht, oder? Ja, passt. Perfekt. Dann habt ihr mein Zimmer heute. Ist doch super. Top. Ich brauch deine Hilfe. Ja, danke dir. Leute, ich dachte mir, ich mache mir jetzt einfach nichts draus. Meine Mom und meine Schwester können ja in meinem Zimmer schlafen. Ich gehe sowieso nachher auf ein Konzert mit der ganzen WG und ich freue mich schon so sehr drauf. Wird richtig cool. Ich habe mich schon im Becher vorbereitet und gleich zeige ich euch, wie es fertig aussieht. Tada! Leute, schaut mal, wie schön der aussieht. Und wenn ihr nachher beim Konzert dabei sein wollt, dann abonniert und drückt die Glocke. Na komm, bringt doch den Milchshake raus. Ja. So Leute, ich bin jetzt gleich bei der Location und da sind auch schon die anderen. Hello people! Endlich muss ich nicht mehr meine Mom und Nele ertragen. Hallo! Wie geht's? Schön, dich zu sehen. Ja, ich habe einen super Lippenstift drauf. Was für ein Lippenstift? Oh, hier rein! Ja! Auf die Stirn! Komm, auf die Stirn! Ja! Ach, wunderschön. Ich freue mich schon, dass ich heute bei dir schlafe. Ja, ich mich auch. Schön, ne? Ihr seid so ekelhaft süß zusammen. Nele ist zum Glück mit meiner Mom ins Kino gegangen und ich hoffe, dass sie auch bald eine Wohnung findet, damit ich sie nicht mehr ganz so oft sehe. Also ich liebe ja meine Schwester, aber ja, irgendwann kann ich verstehen. Reicht es, ne? Ja, irgendwann reicht es. Ja. Und meine Mom schläft heute mit ihr in meinem Bett. Ach, das ist ja, deswegen schlafen wir bei Valentin. Ich hab theoretisch gar keine Wohnung. Ja, das ist ein bisschen blöd. Du darfst bei Zeit nach wieder vorbeikommen bei uns dann, ja? Ja? Sowieso. Das ist freut euch aufs Konzert eigentlich. Ja, es wird so geil, Leute! Party People! Jetzt vergesse ich meine Sorgen und alles wird gut. Mit meinen tollen Freunden! Oh mein Gott, Leute, wie krass ist bitte dieser Raum? Oh mein Gott, es sieht so krass aus. Crazy, richtig geil. Es wäre so krass, wenn ich mal in so einer Halle spielen würde. Oh mein Gott. Ist echt geil und hier kann man auch rausgehen. Ne? Hey Leute, ist nicht schöner hier? Das ist sie doch. Oder? Shania? Oh mein Gott, ja. Was machst du denn? Wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Richtig gut. Richtig. Ich bin so glücklich gerade. Ich bin einfach froh, dass Pierre endlich weg ist. Ja. Ich sag's dir, wirklich. Also das war wichtig. Und seitdem ist die Zusammenarbeit mit Paola so viel besser geworden. Es ist so schön, wirklich. Ich hab mega coole Auftritte gerade. Dankeschön. Und ich nehme gerade auch meine neue Single. Oh, ja, I know. Wirklich, ich habe einfach richtig Erfolg. Und schön. Ich fühle mich sehr wohl. Ja, wie geht's dir? Wie geht's dir?
Ja, alles top? Ja? Ja, alles super. Ich mache jetzt so mein eigenes Ding. Okay. Ja, ich habe jetzt ein YouTube-Video hochgeladen. Ja. Ist cool. Ja. Hat es viele Aufrufe auch? Oder? Ja. Ja. Ja, voll. Ja. Oh mein Gott. Ich muss es mir anschauen. Ich wusste ja, das gar nicht. Ja, voll gerne. Ja. Du, ich suche mal kurz die anderen. Oh, hi. 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 Oh, na? Hi. Oben Sitzplätze. Magst du mitkommen? Ja, du kannst ja auch gerne mit. Du kannst ja dann gleich auch mit. Ja, 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 klar. Okay. Hey, was für ein paar Blicke gesehen. Willst du die mir erklären? Und uns natürlich hier auch. Ach Mann, Chiara! Ja, sag doch! Ich trau mich nicht. Was traust du dich denn nicht? Ich würde ultra gern so was machen, aber... Was denn? Ja, halt so ein Move, ne? Ah. Ja, dann machen wir das doch. Wie? Nee, ich trau mich ja nicht. Ich hab da eine Idee. Nein. Das ist mein Spruch. Hallo? Rache ist süß, Baby. Oh mein Gott, Leute, das Pantoffel. Oh Hallo. Was soll denn das? Ja, ich hab ich wollte den Song noch hören. Weiß, aber komm, jetzt. Komm, wir gehen wieder rein. Komm, warte. Ich habe etwas, was ich dir schon länger sagen wollte. Okay, dann sag. Okay. Ich weiß, dass du Probleme mit deiner Schwester hast. Sie wohnt bei dir, bei deiner Mutter und so weiter und so fort. Yeah. Ich habe Probleme, du weißt nicht, was du machen sollst und so weiter und so fort. Wie wär's, habe ich mir gedacht, wenn du, Chiara. Ja. Ja. Bei mir einziehen würdest. Ich soll bei dir einziehen?